Das ist zu nah beieinander. Ah, die hat ja Schneize, fast die geschliffen extra, hä? Was machen wir dann? Zieht man jetzt die Brandsohle, das Sepp macht es nicht, der Hund, zieht man jetzt die Brandsohle ein bisschen lang, siehst du das? Ja, habe ich schon gemacht. Ja. Ah, hast du es schon gemacht, Sepp? Und jetzt drücke ich hier, da, wo ich es eben gesagt habe, die Pilotte rein. Siehst du das, da? Mhm. Die mache ich jetzt gleich rein, so. Siehst du das? Und dann kann ich nämlich sozusagen gleichzeitig die Form, die kriege ich dann hin. Mhm. Sepp, lässt du die dann normalerweise trocknen oder wie machst du es nachher? Ja, ich lasse sie trocknen nachher durch mit der Raspe, also abschneiden die Hügel da. Ja, ja. Und mit der Raspe glatt machen. Sag mal. Ah, ja, okay, habe ich schon gesehen. Ja, außen nicht so hoch. Nicht so hoch und auch nicht so weit nach vorn wie innen. Die Bergschau, wenn man zwicken dort, also drüber zieht, das ist Wahnsinn. Bist du im Holz, oder? Weil du ich fahre jetzt ins Holz. Also, ist die schnittfest, die Hose? Ja. Ja. Ohne den geht man nicht raus. Nein, nein, ist ja klar. So viel zu viel, ja. Wirst, dann musst du erst rein. Ja.
ist das diffiziler eigentlich, siehst du das? Weißt du, wo wir mal einen zusammen gemacht haben? Zwiegnath, Sepp? Was ist das noch? Wir zwei? Ja. Ist los, Nick. Schluss mit Lustig. Nicht so weit ist es, Gut. Die nächsten können schon nicht mehr. Dann. Das war's dann. Mehr nicht. Okay. Mal. Okay. Und die Falten, die übrigen, tue ich jetzt sozusagen hier raus.
So, italienisches Finish sagt man deswegen, weil es wieder runter geht. Ja.